Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir ein wenig draußen in der Cenote-Abteilung geplanschort, haben Schätzeleinis eingesammelt. Das war eine spontane Optionalität, der ich mich gewidmet habe. Und das triggert mich ja schon so ein bisschen, ne? Wobei ich nicht weiß, ob ich es überhaupt einsammeln kann. Ja, ich lasse es. Ich brauche es eh nicht. Ich bin gut, ich bin Pimp. Ja, zwei Sachen, die ich spontan erzählen möchte, bevor ich sie vergesse. Ich habe jetzt natürlich wieder erstmal 3 Stunden Pause gemacht. Mittlerweile haben wir 3.42 Uhr. Und erinnert ihr euch noch daran? Da muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Das ist so klar, dass ich muss die Barrikade überwinden. Das jetzt redet. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich so meinte, dass ich mir selber Notizen da lasse? Ich sage euch, der Ravonne aus der Vergangenheit, der damals in der Zukunft war und in die Zukunft sprechen wollte, der dann natürlich später zur Vergangenheit wurde, der hat mich so verarscht, ne? Ich habe so gesehen, okay, ja, das ist eine 2,5, sagt er. Ja, okay, ne, also das ich heißt, die Barrikade so ein überwinden. Bisschen muss ich was bearbeiten. Und dann habe ich einfach 30, 35 Minuten an der fucking Folge gesessen. Dafür also die, ich nicht genug die Folge, wo Dominguez reingekommen ist. Wo Lara und Umarato so ein bisschen geredet haben. Das ist jetzt nicht der beste Moment, um auf Topic zu reden, weil ich ein scheiß Rätsel machen muss. Falconet? Das ist so dieses Ding, wo man dann so Anlauf nimmt und... Oder? Warte mal, das ist eine Kanone? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, ne? Ich muss die Barrikade überwinden. Ja. Kann ich da nicht einfach raufballern oder sowas? Das Ding sollte Leute drinnen halten und nicht draußen. Also du willst, dass ich mit der Kanone so raufballern baller und das sollte natürlich weg. Ist das jetzt dein Ernst? Gibst mir hier so 0815 Schieberätsel oder was? Die Frage ist da. Oh nein, Peter Pan ist wieder da. Und ich muss die Barrikade überwinden. Okay, ich dachte schon, ich muss neu starten. Die Frage ist, ist es ein Rambock oder kann ich da so eine Kanone abfeuern? Ich denke, das ist ein Rambock, oder? Piratenzeit war ja, glaube ich, erst später. Ja, guck, das passt. Ja. Also es war, habe ich gerade gesagt, ne, die Folge, wo Dominguez in die Stadt kam und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war. Das war eine der aufwendigsten Folgen, weil einfach überhaupt gar nichts soundtechnisch gut abgemischt war. Da schaue ich da einfach das Making-of auf meinem Telegram-Channel an. Eine spanische Galeone? Wie kommt die in diese Höhle? Da hat er mich schön verarscht, ne? Und das Zweite, ich habe mir dann auch vor einigen Minuten mal spontan die englische Synchro gegeben, habe mir Lara und Jonah angehört und ich muss sagen, dass ich echt zufrieden mit der deutschen Synchro bin. Also die englische gefällt mir ja nicht so. Also das ist keine Katastrophe. Und natürlich kann man jetzt auch minimal sagen, ja, du hast dich ja daran gewöhnt. Aber ne, ich finde die einfach sympathischer. Natürlich hat Lara einen schönen britischen Akzent, den man gerne mal hört, weil das ist... Wobei ich zugegebenerweise sagen muss, dass es mittlerweile bei Spielen immer häufiger passiert, dass die irgendwie alle britische Akzente haben. Ich weiß nicht, was das soll. Ob die das britische Imperium da irgendein Statement abgeben will. Ich muss irgendwie auf den Rumpf klettern. Aber tretbares Floß, drückenfähig, um gegen das Floß zu treten. Und das brauche ich, weil ich sonst wieder zerpiraniert werde, oder was? Aber es hat mir, die deutsche tut mir definitiv besser gefallen, die Synchro. Also wieder alles richtig gemacht, Leute. Wer euch was anderes erzählt, ist ein muttergeficktes, querschnittsgelähmtes Auschwitz-Huren, so ein Vieh. Nein, Spaß. Ihr könnt natürlich alle eure Meinung haben, aber das ist so ein Fall. Da würde es mich schon extrem wundern, wenn da jemand, also wenn sich jemand hinstellen und sagen würde, nee, die deutsche Synchro geht überhaupt gar nicht. Weil das wäre kompletter Bullshit, okay? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie die perfekteste Synchronisation haben, aber ich sag mal so von einer Skala von 1 bis 10, also für mich ist es locker eine 8 mindestens, ja. Wenn dann jemand kommen würde und sagen würde, nee, das ist eine 2 oder so, dann würde ich sagen, okay, weißt du was? Weißt du was, wo die Leute damals hingekommen sind, ja? Und wir haben ja gelernt, es war nicht das KZ, sondern das KL-Lul, aber okay, genug davon. Es muss einfach mal sein. Wir hatten ja auch das Thema mit der deutschen Synchro, ne?
Bis jetzt habe ich keinen gehört, der sich darüber beschwert hat. Also von daher, ich habe aber auch nicht bewusst danach gesucht. Gut, ja, ich wollte nur gucken, ob es irgendwas gibt und bla und Kekse, ob das ein halbes Rätsel ist, dann nehmen wir das mal. Ach so, damit ich da klettern kann. Ja gut. Dann sieht es ja schon wieder ganz anders aus hier. Verdammt. Verdammt. Okay. Sei dir gegönnt, Lara Leini. Sei dir gegönnt. Da hoch. Meint ihr, die schafft das? Ach so, ja, da ist ja noch ein Spalt da. Okay, ich wollte eigentlich jetzt ganz nach oben. Plötzlich Piratenschiff, alles klar. Kann ich das kaputt machen? Kann das auf jeden Fall einsammeln. So könnte ich reinkommen. Wie? Ja, indem ich das kaputt mache. Oder wir müssen... Ja, wir müssen das dann irgendwie da so fallen lassen. Ich muss das Ding da bewegen. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, ja, ja. Das Deck von Yugi. Ja, da kannst du aber lange warten. Du, der schafft das. Mit seinen Kuribos und Schwarzmagiern und so. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, ja, ich guck mich aber erstmal um. So, da, Moment, war das jetzt... Okay, Spock. Warte mal, ist das ein neues Areal? Kann ich da irgendwie durchschwimmen? Glaub nicht. Fische gibt's hier auch nicht. Wie gesagt, also schon, aber keine tödlichen. Dieses Spiel hat viel zu wenig tierische Gefahren. Also hier mal, da hast du so deine Wolfsmission, okay. Das Deck durchbrechen. Moment, hat sie gerade unter Wasser geredet? Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich sie hier reden lasse und dann tauche? Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Nee, nee, das wird einfach abgecuttet. Wir hatten ja auch schon Gegner, die dann einfach gesprochen haben, während wir unter Wasser waren. Oh, Moment, das geht. Ich hatte gerade irgendeinen Gedankengang, ne? Ach, scheiße, ich habe ihn vergessen. Egal. Egal. Ob das jetzt so schlau war. Ich hätte dich nochmal Feuer Luft holen sollen. Ach, da war ich, genau. Ja, und dann da deine Piranha-Sektion und so weiter. Herzlichen Glückwunsch. Aber einfach mal wirklich hier. Mach mal so ein. Platzier einfach mal so ein Hai oder so ein Krokodil, ja. Der muss ja auch nicht super gefährlich und hartnäckig sein wie Mr. X aus Resident Evil 2 oder so, ja. Dass der Hai mir dann überall hinfolgt. Oder, ja, sowas wie... Dafür habe ich nicht genug Platz. Wie bei Resident Evil 6, dieser Nuss-Tank oder wie der hieß bei dieser Sherry und Jake-Story. Das muss auch nicht sein, ja, aber ich finde es so unwirklich, oder? Es ist halt wirklich so und meine Angst ist unberechtigt und ich sollte wirklich einfach mal dahin fahren und Urlaub machen. Also jetzt nicht unbedingt im tiefen Dschungel, aber sowas wie Australien und so. Dachte, das wäre gefährlich. Unmöglich. Aber vielleicht... Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückschwimmen, oder was? Aber vielleicht sagt man das ja auch nur über Australien, weil die Leute halt Australien hassen und Australien weiterhin ausgebeutet werden soll von Gates und Co. Ja, kann ja sein, aber... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es kompletter Blödsinn ist. So Giftschlangen und Krokodile gibt es ja da drüben wirklich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ja gar nicht so gefährlich. Frag mal meine Mutter demnächst, ob wir da mal Urlaub machen können. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ich meine, ich raste ja schon aus, wenn ich hier irgendwie eine Spinne oder so sehe. Also, und die ist ja noch nicht mal giftig, also das wäre überhaupt gar nichts für mich. Okay, so. Dann haben wir schätzungsweise mal alles jetzt gesehen. Ja, hier gibt es so viele Sachen, die man potenziell kaputt machen könnte. Deck durchbrechen und bla und Kicks und blubdiblub. Da ist doch beispielsweise was. Die Frage ist, wo befeste ich's? Das kann ich dann so drehen. Ach, hier kann ich auch was drehen, okay. Schauen wir mal. Diesmal warte ich auch, ja. Ich lasse mich nicht wieder so verarschen von wegen, du kannst es nicht. Guck, warte. In die Richtung geht's beispielsweise nicht. Was hängt denn da oben? Ist das Nono, der Staubsauger aus den Teletubbies, den sie da... Das Falconet ist in Stellung. Er hängt da. Falconet. Falco ist nett. Das wäre mir neu. Das wäre ein bisschen zu weit von da hinten, ne? Die Frage ist... Wie habe ich jetzt nicht damit gerechnet? Dass ich Bug. Das Ding ist, ich kenne mich mit Schiffsbegriffen leider nicht aus. Ich weiß nicht, was ein Bug ist.
Ich muss zum Bug gelangen. Das ist gerade so dumm. Vielleicht auf die andere Seite. Ja, ja, das hatte ich ja schon im Blick, aber ich suche ja immer noch dieses... Da habe ich es. Okay, da. Da habe ich die andere Seite. Ich muss zum Bug gelangen. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate, aber... Muss erstmal da... Ja, ist schwierig. Vielleicht von oben. Naja, nee. Ich muss zum Bug gelangen. Vielleicht war meine Taucheraktion vorhin doch gar nicht so schlecht und ich hätte da drüben nochmal schauen sollen. Weil ich kann, ich hätte den Hebel da auch hebeln können, oder? Ich weiß es nicht. Ich tauche mal nochmal rüber. Ja, das ist halt dieses alltägliche Problem bei meinen Let's Plays. Ich denke immer so, das ist auch eine Krankheit irgendwo entstanden durch alte Rollenspiele, weil da war es dann wirklich so, wenn du einen falschen Schritt getätigt hast, da hast du Pech gehabt, ja? Ich gedenke da an die verbuggte mal 2 Materia aus FF7. Nicht mehr tragen. Bist du einfach nicht mehr rangekommen, ja? Da hast du dann 49 Stunden in den Sand gesetzt, wenn es dein Ziel war, das erreichen zu können. Ja gut, hier habe ich aber dann das Problem, dass ich nicht hochkomme. Können wir mal gucken, ob sich das ziehen lässt. Nee. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah, ich komme halt nicht hoch. Aber was ist denn das hier? War ich da schon oder kam ich daher? Ich weiß nicht. Ich bin gerade verwirrt. Und ich werde leicht wieder ungeduldig und störrisch. Weil ich das... Ja, Lara, ich will doch einfach, dass du untertauchst. Ich finde, du hattest jetzt genug Aufmerksamkeit. Tauch mal unter. Bevor sie dich jagen, finden und köpfen. Nee, da gehe ich ja wieder raus. Oder bin ich jetzt noch auf der anderen Seite? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin verwirrt. Es kann jetzt doch sein, dass ich da bin, wo ich hin will. Ich muss zum Bug gelangen. Ist das jetzt die andere Seite? Nee, oder? Ich muss zum Bug gelangen. Wie gesagt, ich weiß ja so grob, was das Spiel von mir will, aber... Wahrscheinlich habe ich noch nicht genug Variablen. Ich muss zum Bug gelangen. Was würde denn jetzt passieren, wenn das kaputt gehen würde? Könnte ich dann von unten aus darüber schwimmen? Ja, wahrscheinlich... Oder? Weiß es nicht. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug... Und das war ja nichts, ne? Da passiert nichts. Ja. Das muss jetzt irgendwie runterfallen, Leute. Ach, da oben haben wir auch noch was. Warte mal, okay, warte. Ich muss zum Bug gelangen. Es bringt aber auch nichts. Kann ich hier nicht mal, da sind so viele Sachen. Zwei Sachen mit meinem Seil verbinden, das wäre voll toll. Hier komme ich ja auch nicht hoch. Das geht auch gar nicht auf, ne? Ich muss zum Bug gelangen. Vielleicht sollte ich es einfach nochmal drehen. Was haut der dann ab? Ich muss zum Bug gelangen. Oder... Wir machen mal das hier. Das sieht auch nicht korrekt aus. Nö. Oh Mann, fuckt mich das schon wieder ab. Oh, Alter, kannst du nicht schneller hochklettern? Dein Ernst? Ich muss zum Bug gelangen. Kann ich da vielleicht hochklettern? Nee. Ich
schaue mich mal nochmal hier unten um. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss da irgendwie rüberklettern. Ich muss zum Bug gelangen. Hab gerade überlegt, weil das Feuer schon aufnimmt. Ich bin doch da schon zweimal durchgeschoben. Ich raff das nicht. Springen? Wie hoch konnte sie denn springen? Nicht so hoch, oder? Ich jetzt quasi den machen kann. Sie springt dann hoch und verbindet es. Nee. Ich muss zum Bug gelangen. Was ist das? Das Bug ist dann halt vorne, schätze ich. Ah, warte. Nee. Hey! Ich muss zum Bug gelangen. Kann ich doch hier irgendwo mal kurz ein bisschen Kletter machen? Kletti, nein. Oh. Ich muss zum Bug gelangen. Also diese Session habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist jetzt wirklich. Das Wasser muss in den Eimer 2.0. Ich muss zum Bug gelangen. Ja, vielleicht einfach abfackeln oder sowas. Kann ich hier vielleicht auch einfach ein Seil kaputt machen? Blaber ist in Stellung. Naja. Nee. Ich muss zum Bug gelangen. Wie war das mit dem Floß? Du kannst es auch nicht kicken. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug gelangen. Ah, ich habe so was von überhaupt gar keinen Plan. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug gelangen. Ich muss zum Bug gelangen. Wie war denn das eigentlich vorher? Hätte mir das anders irgendwie was gebracht? Wenn es jetzt hier steht. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Okay, dann sagt sie ja das. Sie hat ja auch gesagt, Dingsi Bumsi ist stellungsbereit. Also, das ist schon mal richtig. Ich muss zum Bug gelangen. So. Das Ding muss doch runterfallen, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Weil, guck mal, da unten ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, so ein... Ah, nee, nur ein Papier. Ich dachte jetzt, so ein Ding, wo ich mich dann so ranseilen kann und dann kann ich vielleicht rüberklettern, aber... Ich muss irgendwie zum müssen wir die Scheiße doch jetzt runterkriegen. Ich dachte, ich muss nach da hinten, damit ich dann da irgendwie eine Kettenreaktion auslösen kann, aber das Ding muss anscheinend irgendwie so runterfallen, Fragezeichen. Ich versteh's nicht. Ich muss zum Bug gelangen. Es gibt immer noch diese kleine Möglichkeit, dass ich da drüben was hätte machen können, aber... Ich muss zum Bug gelangen. War ja schon zweimal drüben. Man fühlt sich dann natürlich ein bisschen dumm und wird verunsichert durch den ganzen Scheiß.
Ich muss zum Bug gelangen. Ich kann doch die Folge so nicht beenden. Ich muss zum Bug gelangen. Ich weiß auch nicht, wieso ich da immer raufdrücke. Was haben wir denn da links eigentlich? Hilft das was? Ich muss zum Bug gelangen. Geht's da lang? Denke nicht, ja. Ich versuch's mal. Hier sieht schlecht aus. Oh weia. Da brennt doch schon wieder die Kommentarsektion. Wenn ich eine hätte, würde sie brennen. Man ist dann auch so, also ich zumindest, bin dann so in dieser Spirale aus. Ich versuche es zu verstehen und mache dann aber auch gleichzeitig nichts Neues. Das heißt, ich kann auch nichts Neues, mir nichts Neues erschließen. Fakt ist ja, wie gesagt, sie hat das realisiert, was ich gemacht habe und indirekt gelobt. Und die Scheiße muss da runter. Die Scheiße ist mit einem Seil verbunden. Also müssten wir das ja irgendwie... Ich muss zum Bug gelangen. Oder sie kann halt doch rüberspringen, aber warte mal, was war das? Das war nur zum Drehen, ne? Sie kann auch nicht hier ranklettern. Ich muss zum Bug gelangen. Da drüben waren wir schon ein paar Mal. Das hat halt ja auch noch irgendwas zu bedeuten, dieses Floß, ne? Ich kann da nicht zum Floß laufen. Ich muss zum Bug gelangen. Also quasi da mich raufstellen und so, das Thema hatten wir ja schon. Ich habe das auch alles schon separat... Ich muss zum Bug gelangen. ...mal gezogen. Damit wir das ausschließen können, dass das so geht. Ich mach das jetzt nochmal. Okay. Warte mal, es kann auch sein. Wieso bringst du dich eigentlich schon lufttechnisch auf? Es kann auch sein, dass es hier noch einen anderen Weg gibt. Ich bin ja immer stur da rein, weil es ist ja auch gelb. Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg. Nee. Hier links vielleicht. Sieht wie so eine Gefängnisabteilung aus. Ja, nochmal gucken, sicherheitshalber nein. Ich muss zum Buckel. Nee, geh nochmal da durch. Es ist fucking gelb, Leute. Bist du dir absolut sicher, dass du nicht hier hochklettern kannst? Ja, so weit waren wir ja schon. So ein seitlicher Sprung wäre irgendwie toll. Hatte ich das hier schon? Hatte ich nicht eingesammelt? Okay. Das ist doch echt scheiße. Ah ja. Natürlich. Das ist wieder ein Fall von die Umgebung ist einfach zu gut, dass ich es nicht wahrgenommen habe. Sorry dafür. So, ich,
Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss zu der Kiste. Okay, Leute, ja. Ach, nee. Sorry. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.